Fabian Rüth auf Marcel Lotka. Oh, Achtung, und direkt die erste Moskau, das ist nicht etwa ein anderer Verein. Viele Stücke, schöner Ball von Asil. Und ist das ein Strafstoß? Jawohl! An Asil und Marco Wolf einen Tick vor Vitali Bortner. Souverän verwandelt, 1:0 für die U9. Minuten dreht sich vieles um ihn, aber jetzt Lokomotive Moskau. Ah, erster guter Abschluss. Fingerspitzen dran. Schauen wir noch mal hier. Linksverteidiger im Zusammenspiel mit Josifov. Ballverlust, Marco Wolf. Ah, gut aufgepasst von ihm. Christopher Scott, wieder Wolf. In der Mitte vielleicht Fesenmeier. Scott probiert's. Und das zweite Tor von Bayer 04. Knallhart abgezogen, Christopher Scott. Na, schauen wir erstmal auf diesen Angriff. Dann noch einmal zur Ecke lenken, bisher souverän. Der 1,90 große Keeper von Bayer 04, Zenit und ZSK. Jetzt kommt Ayman Asil, nächste Möglichkeit. Foulelfmeter und Christopher Scott. Für Maxim Petrov. Das erste Mal eigentlich, dass man... Ja, Achtung, Lamptey ist kurz unaufmerksam. Glück gehabt. Das war das erste Mal, dass man so ein bisschen den Atem anhält. Ja, kein Abseits, Spiel läuft weiter. Und so langsam werden die Räume größer für Lok Moskau. Ich, Fabian Rüth. Nicht so nah dran, sah schick aus, aber... Oh, Stellungsfehler! Hey, Stellungsfehler bei Lok Moskau. Hatte sich Kevin Bokusu verschätzt und Suleim... Oh, da muss Gerdike hin und Lotka ist da, Gott sei Dank. Also Riesenchance. Deswegen kam er auch hier zu spät in der Szene. Aber Lotka hat gut aufgepasst. Lokomotive Moskau. Immer im Wortspiel bleiben. Die Dampflok ist schneller geworden. Ich freue mich sehr. Helmut Jungheim ist gekommen zur spannenden Schlussphase. Dann können wir gemeinsam zittern, oder? Können wir gemeinsam zittern. Ich freue mich auch. Oh, Helmut Jungheim kommt. Und Begrüßung. Und jetzt wird es nochmal eng. 61, das ist was. Gerade im ersten Durchgang war das sehr stark, oder? Vor allem sehr effektiv. Oh, oh, jetzt macht man sich das hoffentlich nicht kaputt binnen weniger Sekunden. Lotka ist in der Schlussphase hier. Ist noch ziemlich lange, ne? Geht noch 12, 13 Minuten sind noch drin. Bei uns ist es ja jetzt nur der Adi, weil wir gar nicht mehr haben. Ich glaube, in der passiert es nochmal. Das ist das vielleicht. Ja. Zusammenprall mit der... Nummer 51, das ist der Torhüter, Vitali Bortner. Also jetzt Anapak zu eng. Und Stanilevic muss halten bei Lok Moskau. Lotka bleibt im Kasten, mutig. Und es war falsch. Und es ist... Ivankov kommt nach vorne und hat aber auch keine Mühe, Helmut, das zu machen dann letztlich. Was da... Aber war nicht nur Lotka. Also Moskau. Und jetzt ist man zu passiv und Riesenglück. Klar ist, jeder lässt mal irgendwo liegen. Wenn man die letzte Woche sieht, vom Spieltag her, die haben alle liegen gelassen oben. Achtung, jetzt nochmal. Dickes Ding. Fast schon verdient, wenn man jetzt die Chancen sieht. Das ist 2-2. Das ist verdient. Ich würde den Moment positiv nur in dem, dass... На протяжении всего этого времени мы все-таки сейчас потихонечку работаем в том ракурсе, что психологически у нас игроки должны быть уравновешены и понимать, уверен в своих силах. Потому что без эмоций, без характера хорошего футболиста не получится. То, что игра сложилась, да, как она сложилась, уже после того, когда она закончилась, все-таки я могу сказать, что мы потеряли очки, и мы должны были эту игру выиграть. Как она складывалась, радовало то, что, в принципе, тот футбол, который мы показали, он довольно-таки приличного уровня.
есть некие ошибки, но довольно-таки то, что мы работаем на тренировках, то, что мы стараемся развивать игроков, мы это увидели. Но много моментов тех, что имея такие моменты, потому что я еще раз говорил, что имея столько голевых моментов, мы должны забить хотя бы было половину того, что мы имели. И ребята расстроились, но молодые игроки, хорошо, что расстраиваются. Хуже было бы, если бы они не расстраивались. Поэтому наша задача сделать так, чтобы те моменты, которые будут в дальнейшем, они все-таки разрешились полностью на 100%. Ну тогда, в принципе, я думаю, мы должны шагнуть еще вперед. А так, ну, ребятки молодцы, и в любом случае они поняли, что они могут, тогда, когда они находятся в таком режиме, с той долей характера, бойцовских качеств, потому что именно футбол в этом и проявляется, потому что когда все хорошо, да, мы играем, все получается. Когда есть моменты, те, которые не получаются, в этом весь футбол состоит. Чем он интересен? В той ситуации, в которой мы находились сегодня, она нам дала, я думаю, толчок для дальнейшего движения вперед. Поэтому я думаю, что эту игру нам можно занести в актив. Но то, что как сложилось в конце, мы должны были выиграть.